Alt werden ist nichts für Feiglinge, heißt es. Zu spüren, wie der eigene Körper sich im Laufe eines Lebens verändert, ist das eine. Damit umzugehen, das andere. Altersbedingte Krankheiten zu verhindern. Die Spuren des Alterns auszulöschen. Träumen wir nicht alle irgendwie davon? In einen Jungbrunnen einzutauchen und als 20-Jähriger wieder herauszukommen. Mythen dazu gibt es reichlich. Das macht es für die Forschung umso spannender, dem Geheimnis des Jungbleibens auf die Spur zu kommen. Vielleicht befindet sich der Jungbrunnen ja in uns selbst, in Form unseres Bluts. Aber er versiegt einfach, wenn wir alt werden. Wenn wir ihn aber reaktivieren, ihn in Gang und jung halten könnten, vielleicht wäre das die Lösung. Wir können den Alterungsprozess gezielt angehen, um länger gesund zu sein, um Krankheiten zu verhindern, fitter zu bleiben, damit wir glücklicher und einfach länger leben. Lynn Charney ist 96 und steht abends noch immer auf der Bühne. Ich fühle mich überhaupt nicht wie 96, eher wie 75. Lynn Charney ist nicht die Einzige. Sie gehört zu einer Gruppe von Menschen aus New York, die wegen ihres Alters und ihres Gesundheitszustands das Interesse der Wissenschaft geweckt haben. Ihr Geheimnis sind offenbar besondere Gene, die den Alterungsprozess verlangsamen. Für Nir Basilei, der sie seit über 20 Jahren begleitet, sind sie ein lebender Beweis dafür, dass Gebrechen im Alter nicht sein müssen. How old are you now? 96. Mit unserer Studie zu Langlebigkeitsgenen haben wir 1998 begonnen. Daran teilgenommen haben 500 hundertjährige Probanden. Interessant war, dass sie nicht nur gesünder, sondern am Lebensende auch weniger häufig krank waren. Das nennt man Morbiditätskompression. Wir alle sind in der letzten Phase unseres Lebens 5 bis 8 Jahre krank, im Durchschnitt. Sie dagegen nur Wochen oder Monate. Wir haben also ein Beispiel für Menschen, die über das verfügen, was wir erreichen wollen. Sie haben keine Krankheiten, sie sind gesund und deswegen ist ihr Leben so großartig. Es geht also nicht um das chronologische Alter, sondern um das biologische. Und wenn das gut ist, dann ist auch das Leben gut. Klar ist, wir altern nicht alle gleich schnell. Das biologische Alter ist unsere innere Uhr. In Lynn Charneys Fall wird diese Uhr durch bestimmte Gene verlangsamt. Wie aber sieht es bei uns anderen aus? Lassen sich die Mechanismen dieser Uhr entschlüsseln?
Lange Zeit war es für die Altersforschung unmöglich, das biologische Alter zu messen. Morgan Levine forschte daran viele Jahre. Mit Hilfe von Algorithmen wertete sie biologische Daten aus und entwickelte daraus einen Test, der nun das biologische Alter bestimmen kann. Diesen Test wendet sie auch bei sich selbst an. Ich messe mein biologisches Alter jetzt seit einem Jahr. Rechnerisch bin ich 36. Mein Testergebnis zeigt ein biologisches Alter von 31, also 5 Jahre weniger. Das legt nahe, dass ich eher die gesundheitlichen Risiken einer 31-Jährigen habe und nicht die von jemandem, der gleichaltrig ist, also 36. Der von Morgan Levine entwickelte Test basiert auf einer DNA-Analyse. Beispiel: Muskel-, Herz- und Leberzellen. Ihre Gene und die Art und Weise, wie sie aktiviert oder deaktiviert werden, programmieren die spezifische Aufgabe jeder einzelnen Zelle. Wenn die Zellen diesen genetischen Code gut ablesen können, ist sichergestellt, dass sie auch gut funktionieren. Doch mit zunehmendem Alter bilden sich Veränderungen in der DNA. Die Zelle ist sozusagen der Koch. Und der genetische Code wiederum ist das Rezept, das er befolgen muss. Damit das funktioniert, muss das Rezept gut lesbar sein. Das Problem ist, dass sich das Rezept mit dem Alter verfälscht. Von einer Zutat haben wir vielleicht plötzlich zu viel, von einer anderen zu wenig oder eine völlig neue Zutat, die anfänglich gar nicht vorgesehen war. Was bedeutet, dass der Gesamtzustand der Zelle oder das Zellprodukt anders ist als vorher? Wir nehmen an, dass die Zellen deswegen nicht mehr so funktionieren, wie sie eigentlich sollten. Das kann dann zahlreiche Störungen im Gewebe auslösen und potenziell zu Erkrankungen führen, schließlich sogar zum Tod. Eine alternde Zelle kann also über alle benötigten Zutaten verfügen und dennoch den Kuchen vermasseln, weil sie sich beim Lesen des Rezepts geirrt hat. Der Unterschied zwischen einer gut und einer schlecht funktionierenden Zelle ist also die Erkennbarkeit des Rezepts. Die Beeinträchtigungen an der DNA sind der wichtigste Biomarker, um das biologische Alter abzuschätzen. Es ist sehr wichtig, das Rechnerische vom biologischen Alter zu unterscheiden. Das biologische Alter zeigt an, wie funktionsfähig der Körper ist, beziehungsweise wie die Funktionsfähigkeit seit der Geburt nachgelassen hat. Wir sind also davon abhängig, wie schnell oder langsam unsere innere Uhr tickt. Die Wissenschaft ist inzwischen überzeugt, diesen Rhythmus verändern zu können. Das erste Rädchen dieses Uhrwerks befindet sich in unserem genetischen Erbgut, unserer DNA. Für Maria Blasco liegt der Schlüssel in einer kleinen Kappe, dem sogenannten Telomer. Es ist das Endstück der Chromosomen. Man hat die Telomere mit den Plastikkappen am Ende eines Schnürsenkels verglichen. Wenn der Schnürsenkel das Chromosom ist, die DNA, dann sind die Telomere die Plastikkappen. Sie sind die schützenden Enden unserer Chromosomen. Die Telomere haben jedoch eine Schwachstelle. Bei jeder Zellteilung werden sie kürzer. Das geschieht mit zunehmendem Alter, wodurch unsere DNA anfällig wird. Dieses Plastik wird immer kürzer, bis es dann zu kurz ist, um unsere DNA schützen zu können. Und wenn die Telomere ungeschützt sind, führt das zu Alterung. Es ist wie bei einem Countdown.
Die Telomere werden kürzer und kürzer, bis hin zu Funktionsstörungen des Organismus. Wie könnte dieser Countdown angehalten oder sogar umgekehrt werden? Maria Blasco sucht nach einer Möglichkeit, die Telomere bei Mäusen zu verlängern. Sie spritzt einer Maus ein Gen, das die Bauanleitung für die Telomerase enthält. Ein Enzym, das die Telomere verlängert. Es ist das erste Experiment dieser Art. Wir haben festgestellt, dass die Mäuse länger lebten und alle Krankheiten, die mit dem Alter in Verbindung gebracht werden, inklusive Krebs, hinausgezögert wurden. Was beweist, dass die Verlängerung der Telomere ausreicht, den Alterungsprozess zu verlangsamen? Das war auch deshalb ein sehr gutes Resultat, weil es keine schädlichen Nebenwirkungen gab. Aber lassen sich die Telomere auch beim Menschen verlängern? In den USA hat eine Frau beschlossen, dieses Experiment zu wagen. Ich bin so etwas wie eine große Maus. Betrachten Sie mich als große blonde Maus, die es für Sie getestet hat. Ich gehe nicht nur ein persönliches Risiko ein, ich widme dieser Sache mein Leben. Das sollten noch mehr Menschen tun. Liz Parrish entschloss sich zu diesem Schritt, als bei ihrem Sohn eine unheilbare Krankheit festgestellt wurde. Die Diagnose war Diabetes Typ 1. Und als ich 2013 mit ihm im Krankenhaus war, stellte ich fest, dass all diese fantastischen Technologien, von denen ich erfahren hatte, nicht bei den Patienten ankamen. Ich begann selbst nach Therapien zu suchen, um dazu beizutragen, dass sie in Medikamente umgesetzt werden. Im selben Jahr fand in England ein Kongress statt, bei dem es um Maßnahmen gegen den Alterungsprozess ging. Das Altern zu bekämpfen, hatte ich eigentlich nicht auf dem Schirm. Für mich war das nicht von Interesse. Aber dann begriff ich, dass wir diese Therapien auch Kindern zugutekommen lassen könnten. Und in dem Moment wurde mir klar, dass es genau das war, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Wir würden eine Therapie für alle finden. Unter all den Studien, die Liz Parrish daraufhin durchforstet, findet sie die über Maria Blascos Mäuse. Auch sie will ihre Telomere durch eine Gentherapie verlängern lassen. Die Planungen nehmen Gestalt an, gemeinsam mit einem renommierten Biologen. Und im September 2015 fliegt Liz Parrish nach Bogotá, ohne ihrer Familie vom Ziel oder Zweck ihrer Reise zu erzählen. Ich musste also ins Ausland und war unheimlich aufgeregt. Natürlich hatte ich auch Angst. In einem Krankenhaus der kolumbianischen Hauptstadt wird ein denkwürdiges Kapitel Medizingeschichte geschrieben. Bei einem Experiment, das in der Form in den meisten anderen Ländern verboten wäre, erhält Liz Parrish, 44 Jahre alt und kerngesund, die starke Dosis einer Gentherapie. Lassen Sie uns anfangen. Über 100 Spritzen sind nötig, um ihr das Gen der Telomerase zu injizieren. Sie wird zur Patientin Null, auf der Suche nach einem längeren Leben. Liz Parrish ist heute 50. Ihr zufolge war die Therapie erfolgreich. Die Telomere sind um 10% verlängert worden. Ich gewinne mehr Zeit durch meine Telomere. Ich glaube, es sind bereits über 20 Jahre. 20 Jahre? Ja. Das ist gut. Ein guter Anfang. Die Veröffentlichung der Ergebnisse überzeugt die Skeptiker nicht. Die Forscher messen ihrem Experiment keinen wissenschaftlichen Wert bei. Doch Liz Parrish scheint nichts aufzuhalten. Im September 2020 unterzieht sie sich erneut einer Gentherapie. Diesmal in internationalen Gewässern.
Ich habe nun zusätzliche Kopien von Genen. Ich habe zusätzliche Kopien von Follistatin, von PGC1-Alpha und Kloto. Ich habe also zusätzliche Kopien regenerativer Gene. Für mich ist das nicht die richtige Herangehensweise. Das sollte man im Rahmen der von den Aufsichtsbehörden vorgeschriebenen Regeln machen. Bei einer klinischen Studie wird engmaschig kontrolliert, um zu wissen, ob etwas funktioniert. Sie muss zugelassen sein, zur Sicherheit für die Teilnehmenden. Ich möchte das nicht kommentieren. Eine Anti-Aging-Gentherapie für alle scheint auf Sicht unerreichbar. Bleibt die Frage: Was wird aus den Zellen, wenn die Telomere sehr kurz geworden sind? Judith Campisi kennt die Antwort. Der Schlüssel liegt in den Seneszenten, den gestörten Zellen. Mit jeder Zellteilung werden die Telomere kürzer. Und mit fortschreitendem Alter funktionieren die Zellen irgendwann gar nicht mehr richtig. Und wenn sie nicht mehr funktionieren, gehen die Zellen in die Seneszenz über. Nach etwa 50 Teilungen sind die Telomere so verkürzt, dass sie die DNA nicht mehr richtig schützen. Dann bringt ein innerer Mechanismus die Zellen dazu, sich selbst zu zerstören. Doch einige widersetzen sich. Teilen können sie sich nicht mehr, aber sterben wollen sie auch nicht. Diese sogenannten seneszenten Zellen haben etwas Zombieartiges. Sie stehen zwischen Leben und Tod. Sie werden resistent gegen den Tod und bleiben einfach da. Das sind seneszente Zellen. Und das sind dieselben Zellen, bevor sie seneszent wurden. Man sieht deutlich den Unterschied. Diese Zellen sind dicht beieinander, aber sie sind klein. Ihre Kerne sind winzig. Und die seneszenten Zellen sind sehr groß und flach wie ein Crepe. Mit dem Alter sammeln sie sich an und zerstören irgendwann das gesamte Gewebe, in dem sie sich befinden. Das bezeichnen wir als Alterungsprozess. Sammeln sich seneszente Zellen im Körper an, werden sie zu einer Bedrohung. Diese Zellen beginnen, Proteine auszuschütten, die Entzündungen verursachen. Und ein Merkmal von alterndem Gewebe ist Entzündung. Wir wissen, dass Entzündungen sehr viele, wenn nicht sogar die meisten, altersbedingten Erkrankungen auslösen, einschließlich Krebs. Diese chronisch werdenden Entzündungen halten unser Immunsystem in ständiger Alarmbereitschaft. So, als wäre die Polizei einer Stadt im Dauereinsatz. Das setzt dem Organismus zu und beschleunigt seine Alterung. Nir Barzilai hat festgestellt, dass die von ihm untersuchten 100-Jährigen durch ihre Gene geschützt sind. Er forscht nun nach einer Möglichkeit, ihren Mechanismus nachzuahmen. Was können wir mit unseren Erkenntnissen anfangen, was allen zugute kommt? Die Antwort lautet: Wenn man die genetischen Unterschiede findet, macht das keine genetischen Eingriffe notwendig. Man muss nur den Mechanismus begreifen, also ein Medikament haben, das das imitiert, was im Körper der 100-Jährigen passiert. Aber gibt es ein Medikament, das den gleichen Schutzmechanismus im Körper auslösen kann wie bei den 100-Jährigen? Ein Medikament, das die Zahl der seneszenten Zellen reduziert und damit die Entzündungen? Weitere Forschungen brachten überraschende Erkenntnisse. Eine britische Studie verglich die Lebenserwartung von 78.000 Diabetikern mit einer Kontrollgruppe von Menschen ohne Diabetes.
Entgegen aller Erwartungen wiesen die Diabetiker eine um 17% geringere Sterblichkeit gegenüber der Kontrollgruppe auf, obwohl diese gesünder war. Was die beiden Gruppen voneinander unterschied, war ein einfaches Medikament. Die Diabetiker nehmen Metformin ein, ein Molekül, das seit über 40 Jahren verschrieben wird. Metformin hemmt Entzündungen und verzögert das Auftreten von Zellstörungen. Klinische Studien haben gezeigt, dass Menschen, die Metformin nehmen, weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weniger Diabetes, weniger Krebs, weniger Alzheimer und weniger kognitive Störungen haben. Und sie leben auch länger. Wir haben also bereits genügend Ausgangsdaten für eine Studie, die darauf abzielt, dem Alterungsprozess entgegenzuwirken. Neil Barzilai ist davon überzeugt, Bahnbrechendes anzustoßen. Das Protokoll für die entsprechende klinische Studie ist längst ausgearbeitet. Eine Versuchsgruppe erhält Metformin, die andere ein Placebo. Doch es fehlt an der Finanzierung. Warum in ein Medikament investieren, das keinen großen Gewinn abwirft? Metformin ist ein Generikum, das billigste auf der amerikanischen Arzneimittelliste. Es ist nicht wie andere Medikamente patentgeschützt und sehr teuer. Es gibt zum Beispiel ein neues Medikament gegen Alzheimer, das kostet $50.000 im Jahr. Hier ist es ganz anders. Es geht um eine alternative Verwendungsmöglichkeit eines generischen Medikaments. Und ich denke, es ist sehr wichtig zu zeigen, dass gesund zu altern etwas für alle Menschen ist, nicht nur für die Reichen. Bis die klinische Studie seine Hypothese möglicherweise bestätigt, setzt Neil Barzilai schon mal auf seine Zukunft und schluckt zweimal täglich eine Metformin-Tablette. Es gibt auch andere Strategien. Zahlreiche Forscher setzen ihre Hoffnung in Ansätze, die unsicherer, kostspieliger und radikaler erscheinen. Senolytika. Mit dem Ziel, die Entzündung an der Wurzel zu packen und die Zombiezellen zu eliminieren. Wenn wir diese Zellen abtöten und diese nicht, dann wäre das gut. Das ist jedenfalls unsere Hypothese. Und darauf basieren unsere Forschungen nach einem senolytischen Medikament, das die einen Zellen abtötet und die anderen nicht. Das ist Ihr Ziel? Das ist das Ziel vieler auf diesem Gebiet. Es ist das eigentliche Ziel. Am weitesten fortgeschritten sind die Studien dazu an der Mayo Clinic, einem der renommiertesten Forschungszentren der USA. James Kirkland war einer der ersten, der Senolytika entdeckte und mit ihnen experimentierte. Diese beiden Mäuse wurden am selben Tag geboren. Die eine wurde mit einem Senolytikum behandelt, die andere nicht. Man sieht den Unterschied zwischen der Maus, die ein Placebo bekommen hat, und der, die Fisetin bekam. Das Fell von dieser hier ist viel grauer, sie hat viele weiße Haare. Diese Maus ist komplett schwarz und ihr Fell glänzt. Unterschiede, die mit bloßem Auge erkennbar sind. Aber das ist nicht alles. Die behandelten Mäuse schnitten bei allen Tests, denen sie unterzogen wurden, besser ab. Zum Beispiel in Sachen Gedächtnis, Verhalten oder Muskelstärke. Man hat gesehen, dass die Maus auf der rechten Seite sofort herunterfiel, während sich die mit dem Senolytikum behandelte Maus relativ lange auf der Stange halten konnte. Das war für uns alle völlig verblüffend. Fast zu schön, um wahr zu sein. Stellt die Entfernung sinneszenter Zellen aus dem Körper der alten Maus bereits eine Verjüngungskur dar? Ich weiß nicht, ob ich das als verjüngt bezeichnen würde, aber sie sind eindeutig weniger gebrechlich, beweglicher, koordinierter. Sie sind interessierter an ihrer Umgebung.
Das bedeutet, zumindest bei Mäusen, wenn wir auf grundlegende Alterungsprozesse abzielen, können wir vielleicht nicht nur altersbedingte Funktionsstörungen und Krankheiten hinauszögern oder verhindern, wir können sie vielleicht lindern oder rückgängig machen. Die Nachricht von den verjüngten Mäusen sorgt bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit für Aufsehen. Ich saß in Kanada am Flughafen, aß ein paar Pommes und während ich da saß und meinen Snack verspeiste, schickten mir 5 verschiedene Leute innerhalb von 10 Minuten ein und denselben Artikel. In der Betreffzeile stand: Das ist der Wahnsinn. Das ist ein Ding für deine nächste Firma. Der Artikel handelte davon, dass man mit der Eliminierung seneszenter Zellen bei diesen Tieren diverse Merkmale des Alterns reduzierte. Als ich das las, dachte ich, was für eine simple, wunderschöne Idee. Wenn man ein Medikament herstellen könnte, das einfach bestimmte alte Zellen entfernt, dann könnte man in diesen Prozess eingreifen. Ich dachte, oh mein Gott, wir müssen eine Firma gründen. 72 Stunden später war es getan. Und das ist jetzt 10 Jahre her. Ned David schlägt Judith Campisi und den Forschern der Mayo Clinic vor, gemeinsam das Unternehmen Unity Biotechnology zu gründen. Das junge Start-up hat keine Probleme, Finanzierungsmittel aufzutreiben. Auch Amazon-Chef Jeff Bezos und PayPal-Gründer Peter Thiel sind dabei. Auf Anhieb werden 110 Millionen US-Dollar eingesammelt. Ned David hat in Harvard und Berkeley Biologie studiert. Indem er Biotechnologiefirmen gründete und weiterverkaufte, machte er ein Vermögen. You're old. That sucks. Buy a cane and deal with it. Im Silicon Valley gab es eine Konzentration reicher junger Leute, denen plötzlich klar wurde, dass sie alt werden. Und das war für sie nicht akzeptabel. Als ich klein war, sagte mir meine Mom, alt werden ist etwas Schönes. Du musst es einfach akzeptieren und annehmen. Ich weiß noch, dass ich dachte, was für ein Blödsinn. In den darauffolgenden Jahrzehnten erlebte ich, wie mein Vater durch Arthritis im Rücken total entkräftet war und wie mein Stiefvater im Alter von 87 an Alzheimer starb. Ich denke nicht, dass Altern etwas Schönes ist. Es ist ein biologischer Prozess, den wir geerbt haben. Aber als Medikamentenjäger glaube ich, wir sollten etwas dagegen unternehmen. Sie verstehen sich als Medikamentenjäger? Genau. Unity Biotechnology beginnt schon bald mit einer klinischen Studie an Osteoarthrose-Patienten. Doch der erste Kandidat, der Senolytica, der in der Vorstudie so vielversprechend gewesen war, fällt in Phase 2 durch. Die Aktie von Unity bricht auf einen Schlag um 70% ein. Aber Ned David macht unverdrossen weiter. Wir waren nicht entmutigt, sondern starteten mit unserem nächsten Molekül eine klinische Studie. Unitys zweitem Senolytikum für Menschen. Die Phase 1-Studie für altersbedingte Erkrankungen in der Netzhaut haben wir Anfang dieses Jahres abgeschlossen. Dabei injizieren wir ein senolytisches Medikament in die Augenflüssigkeit. Das dringt ins Auge ein und eliminiert die alten Zellen, die sich in den Netzhautgefäßen befinden und diverse Alterskrankheiten verursachen. Wir haben nun die Phase 2-Studie mit wesentlich mehr Patienten begonnen. Und werden sehr bald wissen, ob das erste Senolytikum ist, das bei Menschen anschlägt. Sind senolytische Medikamente die Lösung, um altersbedingte Krankheiten zu besiegen? Das lässt sich in diesem Stadium schwer vorhersagen. Aber beim Wettlauf um die neuen Behandlungsmethoden kommt die Mayo Clinic wohl voran. Auf dem Campus befindet sich auch ein Seniorenheim. Einige der Bewohner nehmen an klinischen Studien teil. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 95. Als ich beim Arzt war, fragte der mich, was ist Ihr Geheimnis?
Ich habe keins. Ich glaube, es ist einfach Glückssache. Wenn man mich fragt, wie geht es Ihnen? Sie kennen die Antwort, denn ich habe sie Ihnen schon gegeben. Ich bin vertikal. Ich halte mich aufrecht und tue mein Bestes. Die Mayo Clinic testet Dutzende bereits existierender Moleküle auf ihre senolytische Wirkung. So erhielt eine Gruppe von Patienten, die an Lungenfibrose leidet, einer Krankheit, die zu Invalidität führen kann, eine Kombination aus einem Krebsmittel und Quercetin. Das Ergebnis war eine allgemeine Verbesserung bei einer Reihe körperlicher Leistungstests. Das gab uns den Anstoß für eine größere, placebo-kontrollierte klinische Studie, um diese Wirkung zu verifizieren. Ich würde für meine Patienten gern etwas anderes tun können, als bessere Rollstühle, Rollatoren und Inkontinenzprodukte zu verschreiben. Wir wollen diesen Menschen auf grundlegende Weise helfen. Und zwar nicht nur mit kurzfristigen Lösungen. Die Entwicklung von Methoden zum Ausschalten von Zombiezellen, sollte dies jemals ohne Sicherheitsrisiken gelingen, braucht Zeit. Unterdessen erforschen andere Wissenschaftler eine Strategie, die schaudern lässt. Die Idee ist so alt wie die Menschheit. Let me go, please. What are you going to do to me? Right now I'm going to take a sample of your blood. What? Your blood. Es ist etwas absolut Mythologisches. Aus Gründen, die ich nicht kenne, haben sich im Laufe der Geschichte Mythen gehalten, denen zufolge junges Blut Menschen guttun soll. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt, welches natürliche Ereignis zu dieser Mythologie geführt haben könnte. Aber nehmen Sie zum Beispiel den Vampirmythos. Wie durch ein Wunder stellt sich heraus, dass es stimmt. In jungem Blut scheint es tatsächlich Faktoren zu geben, die positiven Einfluss auf alle Gewebearten haben. Ist Blut das neue Wundermittel für die Altersforscher? Jedenfalls setzt Tom Rando darauf. In einem Hightech-Labor der kalifornischen Stanford-Universität hat er eine chirurgische Technik wiederbelebt. Paul Bert, ein französischer Biologe aus dem 19. Jahrhundert, hatte sie als erster angewandt. Die Parabiose. Dafür werden zwei Mäuse, eine junge und eine alte, zusammengenäht. Siamesische Zwillinge, künstlich im Labor erzeugt. Was sich im Blutkreislauf des jungen Tieres befindet, gelangt nun in das alte. Und was sich im alten Tier befindet, gelangt ins junge. Würde das Blut der jungen Maus die alte verjüngen? Das Ergebnis war frappierend. Die alten Tiere begannen tatsächlich jünger auszusehen, ihr Fell, die Haut. Und als wir uns das Gewebe in den Muskeln, der Leber und im Gehirn ansahen, stellten wir fest, dass die Zellen dort, vor allem die Stammzellen, jugendlichere Eigenschaften aufwiesen. Es sah so aus, als ob wir tatsächlich die alten Stammzellen verjüngt hätten. Tony Viscorai ist auf Erkrankungen des Nervensystems spezialisiert. Er arbeitet damals auf dem gleichen Stockwerk wie Tom Rando und überlegt sofort, welche Forschungsansätze sich dadurch für das Gehirn ergeben könnten. Tom Rando hat die fantastische Entdeckung gemacht, dass sich Muskeln durch junges Blut regenerieren können. Und das war wirklich ein unglaubliches Experiment. Aber wir wollten wissen, ob es möglich wäre, das zu vereinfachen, indem wir das Blut einer jungen Maus per Transfusion in eine alte Maus übertragen, damit wir die Mäuse nicht zusammennähen müssen. Das würde die Umsetzung in eine praktische Anwendung bei Menschen vereinfachen. Könnte es ihre kognitiven Fähigkeiten verbessern, wenn alte Mäuse das Blutplasma junger Mäuse übertragen bekommen? Dieser Frage geht Tony Viscorai mit dem Labyrinth-Test nach, bei dem die Tiere ihren Weg finden müssen.
Die Tests, die wir mit den Mäusen in diesem Labyrinth durchführen, sind so ähnlich wie das, was Menschen erleben, wenn sie ihr Auto auf einem großen Parkplatz parken und dann einkaufen gehen. Und wenn sie zurückkommen, müssen sie sich daran erinnern, wo sie ihr Auto geparkt haben. Wenn man älter wird, fällt das immer schwerer. Unter Umständen verläuft man sich und kann es nicht mehr finden. So ähnlich ist das mit dem räumlichen Erinnerungsvermögen, das Menschen im Alter zunehmend verlieren, vor allem wenn sie an Alzheimer erkranken. Alte Mäuse haben dasselbe Problem und deswegen kann man das an ihnen testen. Wir haben der jungen Maus Blut entnommen und es der alten Maus wiederholt injiziert. Und das zeigte Wirkung. Es gibt mehr Neuronen, weniger Entzündungen. Und das Gehirn der Mäuse funktioniert besser. Sie können sich an Dinge erinnern, an die sie sich vorher nicht erinnern konnten. Und es war einfach verblüffend zu sehen, dass sie wieder mehr Nervenzellen bildeten. Das hat man nur selten, dass altersbedingte Veränderungen rückgängig gemacht werden können. Das war wirklich unglaublich für uns. Live from the CBS Bay Area Studios. Scientists may have found a real fountain of youth, one that can repair aging brains in plasma from young blood. People won't want to participate until the quality is high. Die Nachricht von der regenerativen Kraft jungen Blutes verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der Fachwelt. Die Kultserie Silicon Valley widmet ihr sogar eine Szene, die kein Forscher je gewagt hätte, sich vorzustellen. Everything okay? I don't know. Is it? Regular transfusions of the blood of a physically fit donor can significantly retard the aging process. And Bryce is a picture of health. He looks like a Nazi propaganda poster. Oh. Ja, da hat man sich inspirieren lassen durch die Arbeit unseres Labors, unserer Kollegen und Mitarbeiter. Und zurzeit ist das noch Science Fiction, aber es geht in Richtung Non-Fiction. Die Idee ist, Bestandteile des Blutes zu nehmen und sie per Transfusion zu therapeutischen Zwecken einzusetzen. Und das ist jetzt gemacht worden. Hello, my name is Jesse Carmazin, and as you heard, I'm the founder of Ambrosia, and we're a company interested in making you young again. Das Start-up Ambrosia bot Blutplasma-Transfusionen an von jungen Leuten zwischen 16 und 25 Jahren. Der Preis? $8,000 für 2 Liter. For $8,000, you can receive a blood transfusion from a teenager. What? It's teen blood? Really? It's $8,000. Nach einer Warnung der US-Arzneimittelbehörde vor solch einer Therapie schloss Ambrosia seine Kliniken. Unseriöse Angebote lassen Forschende schaudern. Sie betonen immer wieder, dass sie sich erst in den Vorstudien befinden und noch viele Fragen offen sind. Und in der Tat, wie lässt sich erklären, dass junges Blut eine solch regenerative Kraft besitzt? Welche Unterschiede bestehen zwischen der Blutplasmaprobe eines jungen und eines älteren Menschen? Tony Viscorei und sein Team haben Proben verglichen und 3000 spezifische Proteine ausgemacht. Einige davon halten das Gewebe jung, andere lassen es altern. Die Zusammensetzung des Blutes verändert sich mit dem Alter dramatisch. Und wir versuchen zu verstehen, welche Schlüsselproteine verloren gehen, wenn man älter wird, beziehungsweise welche schädlich sind und sich im Alter anhäufen. 1373 Bluteiweiße wurden entdeckt, die beim Alterungsprozess eine Rolle spielen. Manche könnten als Grundlage für die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Erkrankungen wie beispielsweise Demenz dienen. Es laufen bereits klinische Tests dazu.
Die Altersforschung erinnert in dieser Hinsicht an die Weltraumforschung. Sie scheint ihre eigenen Grenzen immer weiter auszudehnen. Wäre es auch möglich, die Uhr bis zum ersten Tag zurückzudrehen? Manche Forscher lassen sich dabei von der Natur inspirieren. Diese teils 1000 Jahre alten Olivenbäume regenerieren sich Jahr für Jahr und bringen wieder neue Blätter und Zweige hervor. Sie haben wahrscheinlich ein gut gehütetes Geheimnis, das man entdecken und auf den Menschen übertragen könnte. Die Natur hat letztlich alles erfunden. Es gibt Tiere, die besondere Fähigkeiten zur Regeneration haben, zum Beispiel die Qualle, die vermutlich unsterblich ist. Wenn sie sich fortpflanzt, zerstört sie alle gealterten Zellen und behält nur die Jungen. Sie kann sich regenerieren, einen neuen Zyklus beginnen, unendlich oft. Wir können ihr Alter nicht bestimmen, sie ist quasi unsterblich. Können die Prinzipien der Natur auf den Menschen angewandt werden? Könnte der Alterungsprozess aufzuhalten sein? In Montpellier, im Untergeschoss des Instituts für regenerative Medizin, hüten Jean-Marc Lemaître und sein Team sorgsam Millionen Zellen von betagten Menschen. Am Anfang unseres Projektes stand die Frage: Lassen sich Zellen verjüngen? Dazu haben wir die Bindegewebszellen von 100-Jährigen genommen, die wir zur Seneszenz brachten. Das überraschende Ergebnis war eine veränderte Bestimmung dieser alten Zellen. Die Hautzellen eines 100-Jährigen werden durch die Injektion eines Gemischs aus 6 mRNAs rückprogrammiert. Nach dieser Manipulation sind diese Hautzellen keine Hautzellen mehr, sondern eine Art embryonale Stammzellen. Die Spuren des Alterns werden beseitigt. Die Zellen sind in der Zeit zurückgereist. Möglicherweise vielversprechende Erkenntnisse für die Wissenschaft. Das hier sind seneszente Zellen. Sie haben aufgehört, sich zu teilen. Sie sind ziemlich breit geworden und nicht mehr fähig, ein Gewebe zu regenerieren. Beseitigt man die Spuren des Alterns, erhält man Zellen mit einer verjüngten Physiologie. Diese teilen sich aktiv, treten mit anderen Zellen in Kontakt und können Gewebe wieder regenerieren. Nach einer solchen Verjüngungskur können sich die Zellen in jede x-beliebige Zelle unseres Körpers verwandeln. In Muskel-, Blut-, Gehirnzellen oder in Herzzellen. Zu einer Herzzelle umprogrammiert, kann sogar die Funktionsweise des Herzmuskelgewebes rekapituliert werden. Denn die Zellen fangen an zu schlagen, genau wie das Herz. Nur eben hier in der Box. Das heißt, aus einer Blutzelle ist eine Herzzelle geworden? Genau. Wir können eine Zelle verjüngen, aber auch ihre Bestimmung ändern und eine pathologische Entwicklung korrigieren. Das macht ein bisschen Angst. Das ist doch ein toller Werkzeugkasten. Wir stehen heute an einem Wendepunkt der Geschichte, weil wir über ausreichend Wissen verfügen, die Biologie zu rekonstruieren. Wir sind quasi in der Science-Fiction angekommen, was noch vor 10, 15 Jahren unvorstellbar war. Die gelungene Zellverjüngung hat bei vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Träume geweckt. Was, wenn es möglich wäre, einen ganzen Organismus umzuprogrammieren? Diese Maus etwa ist genetisch verändert worden.
Der Cocktail, mit dem sich Zellen umprogrammieren lassen, wurde ihr in Form von DNA direkt ins Genom eingeschleust. Die Gene sind inaktiviert, können aber durch die Einnahme eines Moleküls, in diesem Fall eines Antibiotikums, aktiviert werden. Um die Umprogrammierung im Körper der Maus zu starten, muss ihr also nur dieses Antibiotikum verabreicht werden. Wird das Mittel abgesetzt, wird die Umprogrammierung angehalten. Die Forscher gaben den Mäusen das Antibiotikum 2 Wochen lang kurz nach der Geburt. Einige Monate später vergleichen die Wissenschaftler die Leistung einer umprogrammierten Maus mit der Leistung einer Maus, die am selben Tag geboren und nicht verändert wurde. Die genveränderten Mäuse schneiden bei allen Tests besser ab und ihre Lebensdauer ist um 15% erhöht. Es ist ein bisschen so, als hätten wir ihr biologisches Alter verändert. Sie sind physiologisch gesehen jünger. Und das gilt für die gesamte Maus. Es ist also vielversprechend. Mit diesem Machbarkeitsnachweis einer einzigen Umprogrammierung können wir darüber nachdenken, das auf den Menschen zu übertragen. Diese Forschungen eröffnen zwar völlig neue Perspektiven für die regenerative Medizin, werfen aber auch ethische Fragen auf. Einfache Hautzellen könnten zu Geschlechtszellen umprogrammiert und somit eines Tages zur Produktion menschlicher Embryonen herangezogen werden. Von uns Forschern wird verlangt, die Grenzen des Wissens auszuloten. Man kann uns nicht beim Entwickeln solcher Experimente ausbremsen. Aber natürlich ist es notwendig, das gesetzlich zu regeln. Reprogrammierung von Zellen, Regeneration mit jungem Blut, Kontrolle der Seneszenz, Verlängerung der Telomere. Das Altern an der Wurzel zu packen, als wäre es eine Krankheit, würde bedeuten, gesunden Menschen Medikamente zu verabreichen. Auch das wirft Fragen auf. Medikamente gegen den Alterungsprozess zu entwickeln, ist eine extreme Methode. Das Problem wird sein, die Nebenwirkungen zu eliminieren. Wenn man ein Medikament gegen Krebs entwickelt, sind Nebenwirkungen akzeptabel. Man bekämpft schließlich ein Monster und muss die guten und die schlechten Aspekte akzeptieren. Aber wenn man gesunden Menschen ein Medikament gibt, dann zieht dieses Argument nicht. Doch gibt es neben diesen hochmodernen Techniken nicht auch einfache, kostengünstige Strategien, die allen zugänglich sind? Die beiden besten Anti-Aging-Medikamente, die wir heute haben, sind keine Medikamente. Die beiden besten Medikamente, die wir haben, sind Fasten und Sporttreiben. Und ich wende beide an. Aber ich gebe zu, dass es die primitivsten Werkzeuge sind, die wir haben. Mein eigenes Geheimnis: Ich faste einmal pro Woche für 24 Stunden und ich treibe viel Sport. Ich überspringe das Mittagessen, bin also 12 bis 14 Stunden ohne Nahrung. Ich mache Intervallfasten, täglich mindestens 16 Stunden. Ich faste den Großteil des Tages und nehme die Mahlzeiten nur in einem Zeitfenster von 6 bis 8 Stunden ein. Walter Longo pendelt zwischen Los Angeles und seiner Heimat Italien und ist einer der weltweit führenden Alterungsforscher. Mein Ziel ist es, dass jeder in gutem Gesundheitszustand 110 Jahre alt wird und dann relativ schnell stirbt. Walter Longo stützte seine These von Anfang an auf die positiven Effekte der Kalorienbeschränkung. Nur wenige glaubten daran.
Doch Studien mit 100-Jährigen in Italien und jahrelange Laboranalysen gaben ihm recht. Die Gene der Langlebigkeit lassen sich am effektivsten über die Ernährung aktivieren. Das wirkungsvollste Mittel erwies sich dabei zugleich als das radikalste: das Fasten. Ti ricordi quanti anni hai adesso? Ho superato i 100. Hai superato i 100, però ne hai 108. A luglio no, l'hai fatto. No, 108 sono troppo. In den letzten 15 Jahren veröffentlichte Walter Longo zahlreiche Studien. Sie alle heben die regenerativen Mechanismen des Fastens hervor. Die Laboruntersuchungen zeigen sehr deutlich ein Schrumpfen der Organe, Schrumpfen der Zellen und danach wieder Expansion. Die Aktivierung der Stammzellenproduktion beginnt und die Regeneration setzt ein. Und das ist auch logisch, denn es ist eigentlich ein ganz simples Konzept. Wenn ich für 2 Monate aufhöre zu essen, dann wiege ich danach vielleicht nur noch die Hälfte von dem, was ich jetzt wiege. Und wenn ich dann wieder anfange zu essen, muss der Körper all das wieder aufbauen. Das heißt, die Hälfte von mir ist dann brandneu. Damit zu konkurrieren ist schwer, zu sagen, ich möchte ein Medikament finden, das die Hälfte von mir rekonstruiert. Aber welchen Einfluss hat das Fasten auf den Alterungsprozess? Walter Longo unterzog Patienten 3 leicht angepassten Fastenzyklen, die aus einer zucker- und eiweißarmen Diät bestanden. Wir haben mit Walter Longo eine klinische Studie durchgeführt, bei der die Probanden 5 Tage lang diese fastenimitierende Diät zu sich nahmen. Und das geschah in 3 Zyklen. Wir haben ihr biologisches Alter am Anfang und am Ende getestet. Im Durchschnitt haben wir pro Teilnehmer eine Verringerung von 2,5 Jahren gemessen, obwohl das Experiment nur circa 5 Monate dauerte. 3 Fastenkuren von je 5 Tagen über 5 Monate hinweg reichten aus, um das biologische Alter um 2,5 Jahre zu senken. Die Stammzellenproduktion und die Regeneration des Immunsystems wurden angeregt, seneszente Zellen zerstört. Fazit: Fasten ist offenbar genauso wirkungsvoll wie modernste Anti-Aging-Techniken. Das war genau das, was wir erhofft hatten. Und zwar, dass es nicht nur einen Aspekt beeinflusst. Es beeinflusst die verschiedensten Organsysteme. Und offenbar verjüngt es die verschiedensten Organsysteme. Es ist nur 3x5 Tage Fasten. Wenn die Leute das beibehalten und das in ihrem weiteren Leben mehrmals jährlich machen, würde das mit der Zeit einen großen Einfluss auf das Tempo ihrer biologischen Alterung haben. Könnte das Fasten auch dem Abbau kognitiver Fähigkeiten entgegenwirken, insbesondere der Alzheimer-Krankheit? Walter Longo hat bereits klinische Tests dazu begonnen. Es dürfte schwer sein, etwas zu finden, das mehr Veränderungen im Gehirn bewirkt als Fasten. Deswegen sind wir sehr optimistisch, sehr vorsichtig optimistisch, was die Ergebnisse angeht. Ohne die Ergebnisse dieser Studie abzuwarten, beschloss Virginia Marano, ihren an Alzheimer erkrankten Mann fasten zu lassen. Sie unterzog ihn mehreren Fastenzyklen nach dem von Walter Longo entwickelten Plan. Und schon ab dem 1. Zyklus war die Wirkung sichtbar. Nach dem 1. Fastenzyklus hat sich sein Zustand wirklich außerordentlich verbessert. Das hatten wir nicht erwartet. Die Halluzinationen blieben aus, er fuhr wieder Auto, hatte wieder mehr Selbstvertrauen und war nicht mehr so unruhig. Auf diesem Niveau ist er dann stabil geblieben. Natürlich ist das nur eine Person. Wir müssen schauen, was mit 100 Patienten oder mehr passiert. Aber es ist sehr schön, von solchen Fällen zu hören, denn sie sind hoffentlich zumindest für einen Teil der Alzheimer-Patienten repräsentativ. Musik
Für die Forschung hat ein neues Zeitalter begonnen. Doch bis wir in den Jungbrunnen eintauchen können, wird es noch ein Weilchen dauern. Und obendrein geht es dabei um weit mehr als nur um wissenschaftliche Fragen. Wer wird den Wünschen einiger nach einem unbegrenzt langen Leben Einhalt gebieten und die Behandlungsmöglichkeiten allen zugänglich machen? Und wenn wir irgendwann alle 100 Jahre oder älter werden, was würde das mit unserem Planeten machen? Würde die Erde so viel demografisches Gewicht überhaupt verkraften?